Moin Leute, ja, kaum zu glauben, von mir gibt's auch mal wieder was zu hören. Allerdings, wie ihr am Titel sehen könnt, ist das heute nur ein kurzes Update-Video, denn ich wollte mal so kurz erzählen, was ich geplant habe in meinem Kanal. Wie ihr gemerkt habt, kommt so gut wie nichts mehr. Das möchte ich ein bisschen ändern. Ich habe allerdings über die letzten, ich sag mal, Monate herausgefunden, dass ich momentan nicht die Art von Videos machen kann, die ich gerne machen möchte. Denn entweder fehlen mir die Ressourcen dazu oder mir fehlt die Motivation, denn meine Motivation ist in etwa so langlebig wie die Pokémon Go Server. Deswegen habe ich einfach Probleme damit, geskriptete Videos zu machen, sag ich mal. Denn mich tatsächlich hinzusetzen, die Videos zu skripten, das dann aufzunehmen und zu bearbeiten, ich weiß nicht warum, aber mir fehlt dazu die Lust. Deswegen habe ich mir jetzt was anderes überlegt. Und zwar werde ich einfach quasi improvisiert solche Videos machen. Was ich damit meine, ist zum Beispiel Reviews. Es gibt Spiele, die ich gerne reviewen wollte, was ich allerdings wegen meiner Aufmerksamkeits-Motivationsspanne, wie auch immer, nicht geschafft habe. Deswegen werde ich es einfach so machen, ich schreibe mir Stichpunkte auf und improvisiere das Ganze denn. Das Ganze nenne ich vorübergehend meine Meinung zu Punkt, Punkt, Punkt. Das erste Video dürfte morgen oder spätestens übermorgen dazu rauskommen, und zwar zu Pokémon Go. Und das nächste wird dann zu Ruby Grim Eclipse, über das Spiel habe ich nämlich schon ein bisschen was zu erzählen. Und dann über die nächste Generation der Pokémon, die wir bis jetzt gesehen haben, also die Pokémon der 7. Gen. Und dann bin ich am Überlegen, ein Video zu machen, in dem ich verhasste Pokémon-Designs verteidige. Deswegen da vielleicht, wenn ihr möchtet, so Designs, wo ihr sagt, die sind absolut furchtbar, unten in die Videobeschreibung, in die Kommentare, und vielleicht nehme ich dann auf mich, sie zu verteidigen. Aber das Video ist bisher nur so eine grobe Idee, die ich noch nicht wirklich ausgearbeitet habe oder so. Zu den Wi-Fi-Kämpfen, da werde ich ja auch ab und zu gefragt. Ich möchte versuchen, welche aufzunehmen. Das ist kein Versprechen, dass ich was hochlade. Die meine Meinung zu Videos kommen definitiv, das habe ich mir jetzt gesagt, auch wenn die Videos vielleicht meiner Meinung nach nicht besonders gut sind. Ich werde sie machen und ich werde sie hochladen, denn ich möchte endlich wieder YouTube-Videos machen. Aber Wi-Fi-Kämpfe, ich sag mal allerspätestens, wenn Sun und Moon rauskommen, aber ich möchte jetzt demnächst auch wieder versuchen, welche zu machen. Und die werden dann nicht regelmäßig kommen, maximal einer in der Woche. Und selbst das ist jetzt nur so dahingesagt, also nehmt mein Wort nicht für bare Münze. Aber ja, das ist nur, damit ihr ein kurzes Update bekommen habt. Was Livestreams angeht, vielleicht, wenn ich irgendein Spiel finde, wo ich sage, ja komm, da kannst du nebenbei streamen, wenn du unbedingt willst. Aber ansonsten ist auch da was, wo ich nicht mich drinne verbeißen will. Gut, das würde ich sagen, war es dann von mir. Und dann sehen wir uns mit Glück. Hoffentlich morgen, spätestens übermorgen, bei meiner Meinung zu Pokémon Go. Bis dahin und tschö tschö.